Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich habe mir überlegt, da ich zurzeit Terra spiele und ziemlich oft arbeiten jetzt bin und nicht mehr dazu komme, Aufnahmen zu machen, werde ich jetzt mal einen neuen Charakter anfangen und den mit aufnehmen. Ne? So, dann gehen wir mal in die Charakterstellung. Es könnte zwischendurch auch ein paar Lags geben, weil ich habe es gerade ausprobiert. Mein PC ist halt ein bisschen älter, ne? Und er lädt das nicht mehr so schnell. So, wir haben hier Dimension, Kastanik, Emmen, Bobori, Ellen, Baraka und Hochelf. Natürlich männlich und weiblich. Ich habe mir überlegt, einen Lanzer zu machen. Deswegen würde ich sagen, nehme ich mal einen Kastanien. So. Nehme einen weiblichen. So. Dann gibt es halt Arkan-Ingenieure als Klasse, Berserker, Lanzer, Zerstörer, Krieger, ja, halt Zauberin, Bogenschütze, Priesterin und Mystikerin. Das sollte jeder kennen, der jetzt so Spiele spielt, ne? Ich würde es auf jeden Fall vorschlagen oder raten, das Spiel mal auszuprobieren. Ist zwar nicht jedem seins, aber wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man es nicht wissen. Ne? So, machen wir einen Lanzer. Welche Hörner nehmen wir denn nicht? Mal gucken, bei Extras. Na, ich glaube ich nicht, oder? Ja. Ja, okay, ich nehme die. Ist ziemlich interessant auf jeden Fall. Ich werde auch nicht alle Quests machen, da ich den Charakter nur ein bisschen hochbringen will. Aber ich habe mir überlegt, dass ich jetzt von den anderen Charakteren das zusammengeformte Gold und sowas nicht benutzen werde. Ja, fast schon. Nun kann man natürlich den Charakter richtig anpassen. So. Große Ohren brauchen wir nicht unbedingt.
Ja, das ist witzig. Ja, man kann hier auf jeden Fall ein bisschen was machen. Jetzt nicht so viel, aber. Kann man sich halt noch ein paar Klamotten angucken, die man später haben sollte, könnte. Stimme. So. So, werden wir jetzt runter. Dann gehen wir mal ins Game. So, da haben wir den schon. Wenn ihr Lust auf andere Charaktere habt oder sehen wollen würdet, wie die so spielen und so, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, dann werde ich mal ein bisschen ausprobieren. Da, die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst für die Föderation. Ich werde auch nicht jede Quest durchlesen und oder vorlesen. Ich habe mir die schon einmal durchgelesen alles und ja, das reicht mir schon. Seht dies mit Freude. Man hat jetzt natürlich. Ich habe eine Radio gerne abziehen, deswegen werde ich das mal so machen. So. Ich habe jetzt mir das Spiel letztens erst gekauft und dadurch habe ich halt einen Premium-Account für 28 Tage oder so gehabt. Und darum kann man halt jetzt auch mit dem Premium-Account von Level 1 an mit dem Pferd reiten, aber. Das ist am Anfang sowieso egal. Spürt die Macht des Man bekommt dann auch später auch ein Reittier. So, einen Block. Am Anfang bekommt man halt solche Perlen hier. Dann wird man schneller. Na, dann ist eine ziemlich interessante Tankklasse. Eine ziemlich starke Tankklasse, wie ich finde. So. So, dann haben wir den ersten Skill.
geht da zweimal mit dem Schild rüber. So. Ja, schon allein, dass man mit dem Schild blocken kann, finde ich ziemlich interessant. Darum wollte ich mir halt einen hochziehen. Und da es gerade halt gepasst hat, sag ich mal, werde ich mit aufnehmen. Ne? Ist übrigens gerade fast um 3. Unten rechts zu meiner Zeit. Ne? Bin eben in der Arbeit gekommen. Ich gebe mein Wissen gerne weiter. Haltet immer euer Wort. Ihr wollt stark sein. Ich kann auch nicht so lange aufnehmen. Wir sind in der Zeit für. So, wieder der Lock. Da haben wir nicht gucken. So. Ein bisschen Questen. Ja, wie schon gesagt, ich werde auch nicht alle Quests machen, aber das ist die, die man eigentlich machen sollte. Seid ihr bereit? Geht nach Westen und sucht nach einer Baumgruppe mit Ferkel. Vekas der Böse scheint eine Schwäche für Ferkel zu haben. Zeit, dass sich jemand seiner Größe... oder wenigstens kein Ferkel seiner Art. Schaltet ihn aus. Na, da übertreibt jemand. Ich hab grad... Naja, ich sollte mal Audio ein bisschen hochstellen. Wir erobern die Welt. Packen wir es an. Bereit zum Kampf an unserer Seite? Ja, normalerweise questet man bis Level 20, sag ich mal. Und dann geht man in die erste Insel und
dann geht's halt die ganze Zeit in Indies plus Level 50, glaube ich. Dann muss man ein bisschen leveln, ein bisschen questen. Also wenn man die Quests überspringen will, sag ich mal von 20 auf 50. Wie kann ich helfen? Wie? Was? Aber ist ja jedem seine Sache, wie er es macht. Reißt euch zusammen, Leute! Braucht ihr Hilfe? Kaias Gnade sei mit euch. Lohnt sich das für mich? Zeigen wir ihnen, wie die Amani das machen. Ach ja, ich weiß, ob ich mich irgendwo. Blick nach vorn! Ist es wichtig? Packen wir es an! Persönlich quest ja eigentlich gar nicht ein gerne. Ein günstiger Besuch. Ich glaube, ich lieber ein paar mehr Mobs als zu questen, aber... so. Es geht schon. Die Anfangsquests sind ziemlich leicht und gehen ziemlich schnell. Größtenteils so 5 Viecher kloppen. Wir ehren einander. Das Glück ist uns hold. Für die Föderation. Ich lausche eurem Wort. Konzentriert euch. Seid die Waffe. Seid ihr auch hier? Sind ein paar schnelle Quests. Sieg für Valkyon. Manieren sind sehr wichtig. Zeit ist flüchtig. Okay. Ich dachte, er charge vor, na gut. Oh, das war gut. Ja, doch Ach komm, du bist doch nicht so. Okay. Zu größtenteils muss man hier die ganzen Gegner pieksen. Das ist gut.
habe mich halt mal entschieden, einen Lancer zu spielen, weil ich auf dem Level 47 oder 48, wo ich jetzt mit meinem Heiler bin, habe ich sehr wenige Lancer gesehen, die wirklich gut waren, und ich wollte halt mich selbst überzeugen, ob das wirklich so schwer ist. Weil es kommt mir gar nicht so schwer vor. Die müssen ja einfach nur Akku ziehen und überleben, ne? Und die meisten ziehen ja nicht mal Akku.